Ostpreußen, für viele unverändert ein Begriff für ein weites, ein schönes Land. Ein Begriff für verlorene Heimat und damit für Sehnsucht und zugleich Trauer. Das Ostpreußen von heute hat nichts von seiner landschaftlichen Schönheit und seinem magischen Reiz und seiner Anziehungskraft verloren. Und wie eh und je Heimat der Störche, die, anders als hierzulande, in Ostpreußen unverändert gleich in Scharen auftreten. Eine typisch ostpreußische Landstraße. Sie führt in ein kleines, verträumtes Örtchen, das den Namen Majakowskoje trägt. Dort, wo die Zeit stillzustehen scheint, war vor rund 60 Jahren der Schauplatz eines der grauenvollsten Kriegsverbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung. Hinter Majakowskoje verbirgt sich der kleine ostpreußische Ort Nemmersdorf, der gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zu dem Symbol für Kriegsgräuel der Roten Armee an der Zivilbevölkerung wurde. Ein Kriegsverbrechen, das damals zahlreichen deutschen Frauen, Kindern und Greisen das Leben gekostet hat. Was geschah genau in jenen Oktobertagen des Jahres 1944 in Nemmersdorf? Blenden wir 60 Jahre zurück. Oktober 1944. Die Rote Armee erreicht die Reichsgrenze und stößt zum ersten Mal auf deutsches Gebiet vor. Der Zweite Weltkrieg geht in seine letzte, grauenvolle Phase. Und zum ersten Mal kommt die deutsche Zivilbevölkerung mit sowjetischen Soldaten in Kontakt. Am 16. Oktober 1944 begann die Rote Armee auf einer Breite von 140 Kilometern eine Großoffensive gegen die Ostgrenze von Ostpreußen. Am 19. Oktober brach sie ins Reich ein und eroberte die ostpreußischen Kreise Goldap und Gumbinnen. Und am 20. Oktober erobern Spitzen der sowjetischen Armee das Örtchen Nemmersdorf und halten es für wenige Tage besetzt, denn eine Gegenoffensive der Wehrmacht warf die Rote Armee am 5. November wieder über die Grenze zurück und die deutschen Soldaten konnten nach nur 48 Stunden Nemmersdorf wieder befreien. Den Soldaten bot sich ein Bild des Grauens. Nemmersdorf musste als einer der ersten Orte im Deutschen Reich die ganze Härte der sowjetischen Besatzung erfahren. Heinz Sagehorn, Angehöriger des Sturmbataillons der Division Hermann Göring, hat an den Kämpfen um Nemmersdorf teilgenommen. Er erinnert sich. Ich lag im August, September, Oktober im Bereich Gumbinnen. Bis dahin hatten die Russen uns zurückgedrängt und war über Nacht auf dem Divisionsstützpunkt Husarenberg, östlich von Gumbinnen. Als dann offenbar der Befehl kam, fertig machen zum Gegenangriff auf Nemmersdorf. Die haben sich also sehr sicher gefühlt, haben die Russen dann aus Nemmersdorf rausgetrieben bis Großwaltersdorf. Das ist ungefähr 5 Kilometer. Und da sind sie hängen geblieben bis zum Januar 1945, als ich dann mit Pauken und Trompeten wieder losging. Hilmar Lotz wurde 1944 von der Front in Italien nach Ostpreußen verlegt. Wir haben die Russen damals, die 11. Gardearmee, zurückgeschlagen, zunächst bis in die Höhe von Goldap. Wir, das war die 5. Panzerdivision und meine Division. Goldap selbst ist dann durch einen nochmal hinterher angesetzten besonderen Angriff wieder befreit worden. Das war Anfang November. Wir sind runtergezogen worden. Ich war zunächst an dem ersten am Weiterkehn eingesetzt und dann in Nemmersdorf und Schulz im Wald unten. Und
Der Gegenschlag, der übrigens von deutscher Seite sehr geschickt geführt worden ist in einer Zangenbewegung, ist von uns von Anfang an mit starker Wucht geführt worden. Damit meine ich auch den Einsatz des einzelnen Soldaten. Johannes Gottschalk, Angehöriger der Division Hermann Göring, kam aus dem Memelgebiet nach Ostpreußen. Ich war Angehöriger der 1. Kompanie des Fallschirmaufklärungsabteilung 2 Hermann Göring. Und wir wurden ganz kurz verlegt wie eine Feuerwehr von einem Brandherd nach dem anderen, nämlich von Kukadese, das liegt an der Memel, Russ, wo die Russen Litauen überrannt hatten und wo die Gefahr bestand, dass sie Brückenköpfe bilden und Ostpreußen von oben her aufrollen, was aber nicht geschah. Mittlerweile ist Anfangs Oktober der Durchbruch bei Eidkunen gekommen und wir wurden im Eiltempo runterverlegt und waren circa am 20. Oktober 1944 vor dem Ort Nemmersdorf. Wir waren, wie gesagt, am Abend vorher, es mag der 21. gewesen sein, 20., 21. vor Ort, haben Stellung bezogen, mussten nachts natürlich Wache halten, aber wir hatten keinerlei Feindberührung, war auch keinerlei Schusswechsel über Nacht. Morgens um 8 sind wir zum Angriff angetreten und bekamen dann bald Infanteriefeuer, mussten in Deckung, mussten weiter zurückschießen, sind dann aber vorgegangen. Man hat gemerkt, es ist ein Feind, der jetzt nicht unbedingt die Stellung halten will, sondern hat sich sukzessive zurückgezogen, was natürlich bei uns sofort zur Folge hatte, dass wir nachgestoßen sind. Aber immer wieder bekamen wir dann doch wieder Feuer von irgendwelchen Häuserecken und nach einer gewissen Zeit bekamen wir dann auch Feuerüberfälle von Granatwerfern, der Schätzung nach 8 cm. Günter Karl Koschorek erhielt im ostpreußischen Insterburg, wo er sich soeben von seiner 5. Verwundung erholt hatte, den Einsatzbefehl Richtung Nemmersdorf. Man wusste, dass die Front nach und nach sich näherte dem Deutschen Reich, aber wir haben niemals daran gedacht, dass der Russe einmal die ostpreußische Grenze überschreiten würde. Und im Oktober war es dann soweit, es kam für uns wie der Blitz aus heiterem Himmel, aber über Nacht sind plötzlich Panzer durchgebrochen und wir hatten Alarmstufe 1. Es hieß, dass bei Waltersdorf, das war also an der Grenze, der Russe durchgebrochen war und stieß auf Nemmersdorf. Wir haben Waffen empfangen, scharfe Munition und sind auf den Holzvergasern aufgesessen und sind an diese Einbruchstelle oder dort, wo sich der Russe, die Sowjets befinden sollten, herangekarrt worden. Es war sehr umständlich, wir mussten einige Umwege machen, weil die Flüchtlingstrecks die Straßen völlig verstopften. Wir sind dann im Laufe des Nachmittags in Sodenen gelandet, sind abgesessen und haben von Sodenen beiderseits der Straßen haben wir uns Nemmersdorf genähert. Da hieß es, der Russe sei also über Nacht in Nemmersdorf, sei durchgebrochen und hatte sich da festgesetzt. Wir sind also beiderseits der Straße vorgegangen in Richtung Nemmersdorf und sind dann plötzlich von feindlichen Panzern beschossen worden. Wir stockten, sind langsam in Deckung vorgegangen und der Befehl lautete, dass wir also, es war schon dämmerig, über Nacht uns eingraben sollten. Wir sollten im Morgengrauen Nemmersdorf mit Hurra angreifen im Nahkampf. Das ist auch erfolgt.
den nächsten Morgen. Die links von uns angelehnten Kompanien haben mit Hurra Nemmersdorf erobert, mit vielen, vielen Verlusten leider. Peter Wirz war bei der 18. Flak-Division und zum Zeitpunkt der Ereignisse schon im Raum Goldab-Gumbinnen stationiert, also in unmittelbarer Nähe von Nemmersdorf. Wir kamen von links rein und links stand das Haus und da war eine Frau in der Stube oder im Zimmer und war tot und ein Kind anscheinend eine Mauer geschlagen, weil die Mauer war mit Gehirn beschmiert. Gustav Kretschmer, ehemaliger Oberjäger und Zugführer im Fallschirmjägerregiment 16 Ost, war an der Rückeroberung von Nemmersdorf beteiligt. Und am 22. Oktober in der Früh, bei dickstem Nebel, wurde der Angriff gestartet. Unsere Kompanie war 170 Mann stark. Innerhalb einer halben Stunde hatten wir nur noch 22. Mein Kompanieführer schickte mir meinen Melder, der mit abgerissenem Arm bei mir ankam, gleich darauf starb. Aber er hat die Meldung noch mir übergeben, beziehungsweise hat das noch gemeldet, dass ich der einzige Dienstgrad noch sei, als letzter Zugführer. Tatsächlich, wo wir uns dann nicht eingegraben, sondern der Volkssturm, glaube ich, hat Schützengräben vorbereitet für einen Fall des Falles, Wochen vorher vermutlich schon. Und in die Schützengräben sind wir rein. Zum Glück, sonst wäre von uns keiner mehr übrig geblieben. Und blieben dann den Tag über, haben die Verwundeten versorgt, das heißt zurückbringen lassen. Und während dieses Tages hat uns der Russe aus dem Kirchturm noch durch Scharfschützen 5 kampfunfähig geschossen, womit wir noch 17 Mann waren. Gehört haben wir nichts, keine Schreie, auch in der Nacht nicht. Das war die Nacht vom 22. auf 23. Oktober 1944. Wir griffen die Ortschaft an Nemmersdorf, wussten aber nicht, dass der Russe schon raus war. Gerhard Mette, wie Gustav Kretschmer, ebenfalls ein ehemaliger Angehöriger des Fallschirmjägerregiments 16 Ost im Rang eines Leutnants, erinnert sich. Wir bekamen dann den Befehl, Nemmersdorf anzugreifen. Wir waren 57 übrig gebliebene Fallschirmjäger, die von Angerab in Richtung Insterburg, auf der Straße Insterburg, in Marsch gesetzt wurden. Sind wir so weit gefahren, wie wir konnten, bis wir ungefähr 2 Kilometer vielleicht vor Nemmersdorf auf eine Werkstattkompanie trafen, die von einem Hauptmann, der das EK2, kann ich mich sehr gut erinnern, des Ersten Weltkriegs trug. Und der unterrichtete uns, dass wir nicht weiterfahren sollen, weil der Russe in Nemmersdorf eingedrungen ist. Gerhard Schirmer, Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 16 Ost und damit Vorgesetzter von Gustav Kretschmer und Gerhard Mette und Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub, befehligte die Befreiung Nemmersdorfs. Da war der Leutnant Mette, der Oberfeldwebel. Kretschmer waren die Führer dieses Angriffes. Die sind aber nur bis an den Ort rangekommen, weil sie gegen diese Panzer natürlich, wäre jeder weitere Angriff nur Verluste gewesen. Sie haben den Angriff abgebrochen und haben versucht, also sich nur wieder zurückzukriechen und Boden nach rückwärts zu gewinnen und haben dann den Angriff dieses verstärkten Bataillons Richter, der hatte sich also 3 Kompanien, die an sich zur HG fahren sollten, erst einmal unterstellt und hat dann Nemmersdorf wieder genommen. Die Ereignisse in Nemmersdorf spielen in der Geschichte von Flucht und Vertreibung eine große Rolle. Als die Ereignisse bekannt werden, beschleunigte sich die Flucht der Ostdeutschen nicht nur aus Ostpreußen, sondern auch aus Pommern und Schlesien ganz erheblich.
Der große Dreck nach Westen begann und entvölkerte die ganzen ostdeutschen Provinzen. Es hat sicherlich bis zum Schluss nicht wenige Menschen in Ostpreußen gegeben, die gemeint haben, bleiben wir mal hier. Erstens mal haben wir die Chance, dass die Russen wieder zurückgeschlagen wird, und zweitens, so böse waren die Russen ja 1914 auch nicht, als dass wir nicht mehr sehen könnten, ob wir es ertragen könnten. Bis Nemersdorf, Schulze-Walde und so weiter gewesen war. Da gab es so eine Einstellung natürlich nicht mehr. Die qualvollen Ereignisse in Nemersdorf sind ausführlich dokumentiert. Und mit dem amerikanischen Völkerrechtler und Historiker Alfred Esaias, der die Dokumente ausgewertet und zahlreiche Zeugen befragt hat, kann man feststellen, dass Nemersdorf eines der besten belegten Beispiele russischer Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg ist. Alfred Esaias hat als erster die Akten der sogenannten Wehrmachtsuntersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts ausgewertet und damit Aktenmaterial, das Kriegsverbrechen an Deutschen dokumentiert. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es sich bei diesem immensen Aktenberg nicht schlechthin um Goebbelsches Propagandamaterial handelt. Mein holländischer Kollege Walter Rabus und ich waren anfangs recht skeptisch. Wir stellten aber schließlich fest, dass diese deutsche Behörde bei ihren richterlichen Ermittlungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorging und zum Beispiel auch Meldungen über deutsche Kriegsverbrechen verfolgte. Die Echtheit der noch erhaltenen Dokumente erwies sich zunächst durch eine Überprüfung der Aufzeichnungen auf innere Schlüssigkeit, ferner auch beim Vergleich mit den einschlägigen Aktenbeständen in amerikanischen, britischen, französischen und schweizerischen Archiven. Die Auswertung dieser Akten zeigt, dass leider stets die Gefahr von Ausschreitungen, von Verletzungen der Schutzbestimmungen des Kriegsvölkerrechts besteht und dass dieser Versuchung in gewissem Grade alle kriegführenden Parteien des Zweiten Weltkrieges erlegen sind. Und obwohl neben dem Massaker der Roten Armee an der polnischen Intelligenzia im Wald von Katyn die Kriegsverbrechen in Nemersdorf zu den am besten dokumentierten Gräuel zählen, waren die Ereignisse von Anfang an Gegenstand propagandistischer Ausschlachtung aller Kriegsparteien, und so wurden schon mit den ersten Berichten über Nemersdorf Zweifel an deren Glaubwürdigkeit laut. Die ersten, die Zweifel äußerten, waren die Briten. In einer internen Auswertung des britischen Foreign Office nehmen die Engländer auf Nemersdorf Bezug und bezweifeln die Glaubwürdigkeit der deutschen Aussagen mit der Übernahme der sowjetischen Behauptung, die eigentlichen Täter sei die Gestapo gewesen, die ihre eigenen Landsleute umgebracht habe, weil diese sich der Evakuierung widersetzt hätten. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus. Der Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte seinen Durchhalteparolen in der Endphase des Krieges eine weitere, furchtbare Variante hinzugefügt. Seine Wahnidee des totalen Krieges wurde in der Form des sogenannten Volkssturms umgesetzt. Die beißenden Babys, wie die Amerikaner die deutschen Jugendlichen nannten, die jetzt neben den Alten zu den Waffen gerufen wurden, waren geboren. Und einer der stärksten Verfechter dieser Idee war der berüchtigte Gauleiter Ostpreußens Erich Koch. Doch die Idee eines Volkssturms passte nicht zu einer planvollen Evakuierung der deutschen Zivilbevölkerung vor der heranrückenden Roten Armee aus der ostdeutschen Heimat. Erich Koch war ein scharfer Gegner solcher Vorschläge, wie sie schon im August 1944 General Friedrich Hossbach, der Oberbefehlshaber der 4. Armee, gemacht hat, als er die vorbeugende Evakuierung der Zivilbevölkerung vorschlug. Koch verurteilte solche Vorschläge als Defätismus und verbot die Evakuierung und überließ damit die deutsche Bevölkerung ihrem Schicksal. Eine Situation, die die zitierten Experten des britischen Auswärtigen Amtes also völlig falsch einschätzten.
Erich Koch hat die Evakuierung verhindert und damit die fluchtbereite deutsche Zivilbevölkerung dem Ansturm der Roten Armee ausgesetzt. Über Koch wurde damals gesprochen in sehr vorwurfsvoller und verächtlicher Weise, weil durch ihn die ganzen notwendigen Evakuierungen aufgehalten worden waren, die sich dann nachher in solchen Massen ergaben. Man kannte ihn und so wie er haben sich auch leider, wie ich so gehört habe, auch manche Kreisleiter verhalten. Dadurch ist es dann möglich gewesen, dass die Russen doch vielfach in deutsche, sehr starke besetzte, noch von deutschen besetzte Dörfer hineingingen. Die Rolle der Parteifunktionäre der NSDAP in jenen Schlusstagen des Krieges wurde bei der kämpfenden Truppe wegen der Behinderung der Evakuierung der Zivilbevölkerung höchst kritisch gesehen. Das waren natürlich die, wir nicht leiden konnten als Soldaten, ganz ehrlich. Die Goldfasanen wurden die von uns genannt oder von allen, von den Zivilisten. Und es ist sogar so gewesen, dass in Nemmersdorf, habe ich gehört, wie gesagt, ich habe es nur gehört, dass diese Goldfasanen oder eben der Ortskommandant, der dann sich aufspielte, und aber Soldaten waren ja gar nicht da bis zu dem Zeitpunkt, dass der verweigert hat, abzuhauen mit den marschbereiten Zivilisten. Die Skepsis über die deutschen Augenzeugenberichte, die sofort nach dem Bekanntwerden auch durch die deutsche Wochenschau ausgeschlachtet wurden, beeinflussten dann auch die amerikanische Übersetzung eines Berichtes, den Generaloberst Jodl für die Lagerbesprechung vom 25. Oktober 1944 anfertigte. Russische Gräueltaten bei der Besetzung ostpreußischen Gebiets müssen durch WPR, die Wehrpropaganda, verbreitet werden. Dazu Aufnahmen, Zeugenvernehmungen, Tatsachenberichte und so weiter. Der amerikanische Übersetzer der Meldung von Jodl fügte in Abweichung zum vorliegenden Original das Wort faked, also gefälschte Reports, Photographs und so weiter hinzu. Jodl orders the propagation of Russian atrocities in East Prussia. Faked reports, photographs and examinations of witnesses have to be produced by the WPR, Wehrpropaganda. Davon steht aber nichts in der Originalmeldung. Was waren nun die Ereignisse, die in jenen Tagen über die Menschen in Nemmersdorf hereinbrachen? In einem Interview berichten Frauen der Deutschen Wochenschau: Wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen. Alle täglich betrunken. Wir haben also alle Frauen vergewaltigt. Von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. In meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont und haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Nun sind, jenseits der PR-Maschinerie des Goebbelschen Apparats, die Ereignisse durch zahlreiche Zeugenaussagen belegt und bestätigt. Einer der ersten deutschen Soldaten, der nach Nemmersdorf vorstieß, war Manfred Hoflehner. Die schrecklichen Ereignisse sind ihm bis auf den heutigen Tag präsent. Ende Oktober 1944 führte ich einen Stoßtrupp Richtung Nemmersdorf. Als wir in die Ortschaft Nemmersdorf eindrangen, bot es uns ein Garten voller Blick. Überall lagen erschlagene Frauen, Mädchen, Kinder und Greise herum. Und das schrecklichste Erlebnis, das ich in meiner ganzen Zeit als Soldat erlebte, war ein Mädchen von ca. 17, 18 Jahren, die sich der Vergewaltigung zur Wehr gesetzt hatte, die man mit 4 großen Nägeln, wie sie die Zimmerleute verwenden, an ein Scheunentor angenagelt war. Und sie wurde, wie sie uns später berichtete, mehrfach in dieser Stellung von den russischen Soldaten vergewaltigt. Sie bat mich inständig, ich sollte sie erschießen. Nachdem der Angriff gelungen war, vielleicht eine halbe Stunde,
20 Minuten, nachdem die ersten Panzer und deutschen Fallschirmjäger und HG-Leute drin waren, bin ich nach Nemmersdorf hineingefahren. Und das war nun wohl der fürchterlichste Anblick, den ich im ganzen Krieg erlebt habe. Also ich kann es nicht anders ausdrücken. Da waren die Frauen nackt an die Scheunentore genagelt, so wie Jesus ans Kreuz mit Nageln durch die Hände und Bäuche aufgeschlitzt. Und Kinder, wo man sah, dass die einfach totgeschlagen waren, der Schädel war von den Kindern, vom einjährigen Kind angefangen oder vom Säugling, wie wir uns sagen, bis zum 14-jährigen oder 15-jährigen Jungen, die waren also einfach alle totgeschlagen, den Schädel zertrümmert und dann noch den Bauch aufgeschlitzt und Hände abgehackt, Augen ausgestochen. Also ich habe, das sind die fürchterlichsten Bilder, die ich im Krieg erlebt habe. Die Aussagen von Manfred Hoflehner bestätigt Fritz Leimbach, der ebenfalls zu den ersten deutschen Soldaten zählt, die in das zurückeroberte Nemmersdorf einzogen. Er erinnert sich. Nach Abzug der Russen wurden dann in Nemmersdorf jene entsetzlichen Funde gemacht, die dem deutschen Volk durch Rundfunk und Presse mitgeteilt wurden. Beim Vorrücken der Russen war der deutschen Bevölkerung die Aufforderung zugerufen worden, nicht davon zu laufen. Es würde ihnen nichts geschehen. Diejenigen, die dieser Aufforderung glaubten, können nichts aussagen. Auf die grausamste Weise wurden alle ermordet. Ob Mädchen, Frau oder Greisin, sie wurden vergewaltigt und dann tierisch ermordet. Die Greise wurden mit abgeschnittenen Geschlechtsteilen aufgefunden. Man kann nicht gut Worte dafür finden. Was wir dann allerdings dort gesehen haben, was die russischen Soldaten dort angerichtet hatten, in dem Gebiet, durch das sie eingedrungen waren, Goldab, Großwaldersdorf, Gumbin, Nemmersdorf, das war so fürchterlich, das war so bestialisch, grausam, das ist zu gelinde wäre, wenn ich sagen würde, dass jegliches Vorstellungsvermögen damit überschritten worden wäre. Das war also bestialisch, schlicht und einfach. Das hat uns erschüttert und uns mit einer Wut erfüllt, wie man sich vorstellen kann. Das sind die Dinge, die in vielen Beschreibungen dargelegt worden sind, an Scheunentore gekreuzigte Frauen, Männer, die dort angenagelt waren, oder wenn man in Häuser kam, überall alle Frauen vergewaltigt, das kann man ja immer an den Kleiderstücken sehen, und Männern Hälse durchschnitten, Augen ausgestochen, also es gab im Grunde genommen alles an Bestialitäten, was man sich da nur vorstellen kann, bei dem Durchkämmen einer Siedlung in einem Siedlungshaus. Da lagen drin alle vergewaltigt und ermordet. Insgesamt die Oma, die Mutter von drei Kindern, wobei die drei Kinder auch wieder weiblich waren, und vielleicht im Alter von 4 bis 10 Jahren oder sowas. Die Oma, die Mutter und die beiden Ältesten von den Kindern vergewaltigt. Und dann haben die Russen wahrscheinlich ihre Freude auch dadurch besonders Ausdruck gegeben, dass man diesen vergewaltigten Frauen dann noch Handgranaten zwischen die Beine steckte. Das war also so etwas Unglaubliches, wie man sicherlich sagen muss, liegt noch jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Um 8 Uhr haben wir angegriffen. Wir brauchten circa bis um 10 Uhr, um bis zur Ortsmitte mit einem Platz und einer Kirche vorzudringen. Wir hatten gelegentlich, trotz der Kampfhandlung, Zeit, ein Haus, ein Gebäude zu betreten, und haben dabei natürlich all diese bekannten Dinge festgestellt, dass niemand mehr am Leben war, dass die Leute erschossen waren, zum Teil in ihren Wohnzimmern sitzend. Für Kinder hatte man sich scheinbar gar keine Zeit oder keine Munition genommen.
Die waren teilweise mit eingeschlagenen Schädeln dargelegen. Das Eigentliche, was uns am meisten erschüttert hat, dass da, gezählt haben wir natürlich die Toten nicht, aber dass da Frauen jeden Alters mit ungeordneten Kleidern auf dem Acker lagen. Es war zwar nicht Winter, es war wie gesagt Mitte Oktober, aber es war eine ganz sonderbare, die Äcker waren kahl, also abgeerntet. Es ist unbeschreiblich gewesen. Wir sind also Richtung Kirche aufgebrochen, wie gesagt, ohne Gegenwehr, wussten allerdings nicht, ob die noch in den Häusern waren. Mussten also aufpassen, hatten nicht so allzu viel Zeit, um uns umzugucken. Plötzlich sehen wir die Leute links und rechts im Straßengraben liegen. Einer meiner Soldaten bringt mir ein kleines Baby, paar Wochen alt, Kopfschuss. Die hatte noch gar kein Blut, das Kind. Der hat so eine rosa Flüssigkeit, hat sich bei dem Einschusswunde gebildet. Solche Beobachtungen bestätigte der damalige Generalmajor Erich Detlefsen, Stabschef der 4. Armee in Ostpreußen, auch vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg. Als im Oktober 1944 russische Verbände in der Gegend Großwaltersdorf, südostwärts Gumbinnen, die deutsche Front durchbrachen und vorübergehend bis Nemmersdorf vorstießen, wurde in einer größeren Anzahl von Ortschaften südlich Gumbinnen die Zivilbevölkerung zum Teil unter Martern wie Annageln an Scheunentoren durch russische Soldaten erschossen. Eine große Anzahl von Frauen wurde vorher vergewaltigt. Dabei sind auch etwa 50 französische Kriegsgefangene durch russische Soldaten erschossen worden. Die Vernehmung lebend gebliebener Augenzeugen, ärztliche Berichte über die Obduktion der Leichen und Fotografien der Leichen haben mir wenige Tage später vorgelegen. Der schon erwähnte amerikanische Völkerrechtler Alfred Esaias hat überlebende deutsche Zeugen, aber auch Belgier interviewt, die als Kriegsgefangene in Ostpreußen waren und die nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee Zeugen solcher Vorfälle wurden, bei denen Frauen an Wagen oder Tore genagelt und danach mehrfach vergewaltigt wurden. Da lagen also geschändete Frauen mit anschließendem Genickschuss auf der Straße, beziehungsweise vor den Häusern. Und ich bin in eines dieser Häuser reingegangen. Da hatte man einen schätzungsweise 70-jährigen alten Herrn mit der Zunge auf den Tisch festgenagelt. Dann ging das von Haus zu Haus weiter, um auch eine Durchsuchung der Häuser insofern klarzustellen, dass sich da kein Russe mehr drin befand. Und dann wird die Geschichte gesehen. Mit den Beinen nach oben, an den Scheunentoren festgenagelte deutsche Frauen, Unterleib frei, das heißt die Unterwäsche hing nur noch so rum. Die waren also vergewaltigt und anschließend durch Genickschuss erschossen worden. Ein anderer Augenzeuge ist der Chef der 13. Fallschirmjäger- und Panzerkompanie im 2. Regiment Hermann Göring, Dr. Heinrich Amberger. Er legte unter Eid die folgende Aussage ab, die dann ebenfalls Eingang in die Verhandlungen in Nürnberg fand. Am Straßenrand und in den Höfen der Häuser lagen massenhaft Leichen von Zivilisten, die augenscheinlich nicht im Lauf der Kampfhandlungen durch verirrte Geschosse getötet, sondern planmäßig ermordet worden waren. Unter anderem sah ich zahlreiche Frauen, die man nach der Lage der verschobenen und zerrissenen Kleidungsstücke zu urteilen, vergewaltigt und danach durch Genickschuss getötet hatte, und zum Teil lagen daneben auch die ebenfalls getöteten Kinder. Ich habe die 5 Säuglinge gesehen, die dort mit Genick und Schädelbruch gelegen haben. Und ich habe auch die, insgesamt waren es 28, soweit ich mich erinnere, deutschen Frauen gesehen, die dort vergewaltigt und erschossen wurden. Die lagen dort noch mit entblößtem Unterkörper. Hauptmann Emil Herminghausen war ein weiterer Zeuge des Massakers von Nemmersdorf. Er fasst seine Erlebnisse wie folgt zusammen. Es war, trotz aller in den Jahren erlebten Kampfeindrücke, das scheußlichste, was es überhaupt gab. Seitens der Armee
wurde sofort um Entsendung der damals noch neutralen Presse gebeten. Es waren Reporter aus der Schweiz, aus Schweden, auch Spanier und Franzosen aus dem besetzten Frankreich dorthin gebracht worden, die das schreckliche Geschehen in Augenschein nahmen. Selbstverständlich sind auch auf Fotos die Eindrücke festgehalten. Gerhard Mette, mit einem Kopfschuss im Lazarett in Insterburg, erfährt dort von seinen Kameraden, was diese in Nemmersdorf erlebt haben. Ich habe erfahren zum Beispiel, was mich berührt hat als Einzelfall, dass eine Krankenschwester sich in Nemmersdorf im Graben, in dem Straßengraben, totgestellt hat und eine ganze Nacht drin gelegen hat. Anni hieß die mit Vornamen, das war also, und sonst eben, dass die furchtbar gehaust haben, dass zum Beispiel eingangs von Nemmersdorf die Tochter eines Schusters an eine Tür genagelt wurde, eine Scheunentor und also der gesamte Leib aufgeschnitzt wurde und solche ähnliche Sachen. Karl Potreck, ein Zivilist aus Königsberg, der zum Volkssturm eingezogen und zur Verstärkung in den Raum Gumbinnen-Nemmersdorf geschickt wurde, berichtet. Hinter diesem freien Platz steht wiederum ein großes Gasthaus, Roter Krug. An diesem Gasthaus längs der Straße eine Scheune. An den beiden Scheunentüren war je eine Frau, nackt in gekreuzigter Stellung, durch die Hände angenagelt. Weiter fanden wir dann in den Wohnungen insgesamt 72 Frauen, einschließlich Kinder und einen alten Mann von 74 Jahren, die sämtlich tot waren, fast ausschließlich bestialisch ermordet, bis auf nur wenige, die Genickschüsse aufwiesen. Diese Leichen mussten wir auf den Dorffriedhof tragen, wo sie dann liegen blieben, weil eine ausländische Ärztekommission sich zur Besichtigung der Leichen angemeldet hatte. So lagen diese Leichen dann 3 Tage, ohne dass diese Kommission erschien. Inzwischen kam eine Krankenschwester, die in Nemmersdorf beheimatet war. Diese Schwester stellte fest, dass alle Toten Nemmersdorfer waren. Am 4. Tag wurden dann die Leichen in 2 Gräber beigesetzt. Erst am nächsten Tag erschien die Ärztekommission und die Gräber mussten noch einmal geöffnet werden. Einstimmig wurde dann festgestellt, dass sämtliche Frauen, wie Mädchen von 8 bis 12 Jahren, vergewaltigt waren, auch die alte blinde Frau von 84 Jahren. Nach der Besichtigung durch die Kommission wurden die Leichen endgültig beigesetzt. Ich kann mich erinnern, dass ich an eine Scheune einen alten Mann gesehen habe, der mit einer Mistgabel fast angenagelt wurde. Er wurde am Hals durchstochen, er hang da so halb drin, er saß, aber er war blutete aus dem Hals und die Mistgabel war noch in seinem Hals. Kleinkinder hatte man an den Füßen angefasst und mit dem Kopf gegen einen Baum oder gegen einen Laternenpfahl geschlagen, sodass sie einen Genickbruch davon trugen. Generalmajor Detlefsen hat bestätigt, dass die unabhängige medizinische Untersuchungskommission erschienen ist und einen Bericht verfasst hat, der allerdings in den Wirren des Krieges verschollen ist. Ein vorläufiger Bericht über den Zustand der Leichen, datiert vom 26. Oktober 1944, abgefasst von Hauptmann Fricke, kann im Militärarchiv in Freiburg eingesehen werden. Der Bericht ist erschütternd. Nach der Befreiung von Nemmersdorf beauftragte das Oberkommando des Heeres den Major und späteren Generalleutnant Hans Hinrichs am 25. und 26. Oktober damit, Feststellungen über die gemeldeten Gräueltaten im Raum Gumbinnen zu treffen. In seinem Bericht hat er nicht nur den Fall Nemmersdorf behandelt, sondern auch vergleichbare Ereignisse in anderen Ortschaften. Major Hinrichs erinnert sich: Wir wurden Orte wie Nemmersdorf, Hasenrode, Gut Teichhof genannt, in denen von der 5. Panzerdivision, die an dem Gegenangriff beteiligt war, entstellte, verstümmelte Leichen deutscher Zivilisten gefunden wurden. Ich begab mich am 25. Oktober in diesen Raum, zunächst nach Nemmersdorf, und stellte fest, dass eine Reihe von Leichen, etwa 20, bereits am Straßenrand niedergelegt waren,
Die Leichen wiesen Verletzungen auf, zum Teil Stichwunden. Ich erinnere mich, die Leiche eines Kindes gesehen zu haben, dessen Schädeldecke eingedrückt war. Die Frauen waren meistens entkleidet worden. An allen Leichen wurden Verstümmelungen festgestellt. Wir sind nachgezogen und dennoch hatten wir auch in unserer 140 oder 45 Ausfälle in unserer Kompanie. Wir sind dann im Laufe des Vormittags, es war also schon hell, sind wir dann ins Dorf einmarschiert, beziehungsweise wir haben das Dorf übernommen. Und dann haben wir schreckliche Bilder entdeckt. Kinder, die in den Betten lagen und unter dem Bett, kleine Kinder, die alle tot waren. Viele Toten haben wir gesehen. Ne? Da sind wir am anderen Tag nochmal wieder gekommen, da war durch. Und dann hatten sie direkt, wo das erste Haus war, direkt, wo man da reinkam, da waren schon Massengräber, lagen schon eine ganze Reihe Toten. Bei der durchkämmende Ortschaft Nemmersdorf sahen wir ja die an den Türen, an den Scheunentoren befestigten, festgenagelten Frauen mit dem Kopf nach unten hängen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass sie in ihren Geschlechtsteilen Rübenwurzeln drin stecken hatten. Ich meine, mich erinnern zu können, dass, wie ich vorher erwähnte, wir zur Mitte vorgestoßen sind, an der Kirchentür tatsächlich den Pfarrer gekreuzigt, also angenagelt gesehen zu haben. Ich würde sagen, es ist authentisch. Wir haben später noch hier da einen anderen Ort genommen, der von Russen ein paar Tage besetzt war. Wir haben hier zwar nicht in dem Ausmaß, aber haben hier auch einiges dieser Dinge feststellen müssen, sodass sich die Erinnerungen ein klein wenig durcheinander bewegt bei mir. Aber ich meine, um es nochmal zu wiederholen, ich meine, ich hätte gesehen, dass der Pfarrer in gekreuzigter Stellung an die Kirchentür genagelt war. Das Verhalten der vordringenden Roten Armee ist aber nicht überall dasselbe. Wie ein Vertreter des Auswärtigen Amtes bei der Heeresgruppe Mitte meldet, konnte aus den Gefangenenaussagen kein einheitliches Bild darüber gewonnen werden, ob die Ausschreitungen der Roten Armee gegen die deutsche Bevölkerung Einzelfälle darstellen oder auf einheitlichen Befehl zurückzuführen seien. Jetzt liegen nunmehr zwei unabhängige Aussagen eines polnischen und eines russischen Gefangenen vor, die übereinstimmend bestätigen, dass den Truppen ein Befehl Stalins bekannt gegeben wurde, wonach sich die Russen bzw. die Polen für die auf russischem bzw. polnischem Boden begangenen Schandtaten an der deutschen Bevölkerung rächen sollten. Im deutlichen Gegensatz zu diesem Bezug auf Stalin steht dessen eigener Tagesbefehl Nummer 55, allerdings vom 23. Februar 1942, wo Stalin 2,5 Jahre vor diesen Ereignissen zum Umgang mit den Deutschen unmissverständlich klarstellt. Manchmal wird darüber geschwätzt, dass die Rote Armee das Ziel habe, das deutsche Volk auszurotten und den deutschen Staat zu vernichten. Das ist natürlich eine dumme Lüge und eine törichte Verleumdung der Roten Armee. Und weiter? Es wäre lächerlich, die Hitler-Clique dem deutschen Volke, dem deutschen Staate gleichzusetzen. Die Erfahrungen der Geschichte besagen, dass die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. Stalin ruft in einer Rede vor Soldaten der Roten Armee, der Roten Flotte und vor Partisanen diese auf, Europa vom Faschismus zu befreien. Ein Freibrief für Verbrechen konnte daraus aber nicht abgeleitet werden. Genossen der Roten Armee und der Roten Flotte, Kommandante und politische Anhänger, Partisanen und Partisaninnen, auf euch schaut die ganze Welt. In euch ist die Kraft, den Faschismus zu besiegen. Alle Völker Europas, die unter den verbrecherischen Deutschen leiden, schauen auf euch wie auf ihre Befreier. Diese große Mission liegt in eurer Hand. Ihr dürft stolz sein auf diese Mission. Einige Monate nach den ersten Berichten sowjetischer Gefangener wird das Bild der Ereignisse durch weitere Zeugenaussagen klarer. In einem Bericht an das Auswärtige Amt vom 4. April 1945 heißt es, sowjetische Kriegsgefangene hätten ausgesagt,
dass sie von ihren politischen Offizieren darüber unterrichtet worden sind, dass sie auf deutschem Gebiet tun und lassen können, was sie wollten. Dies gelte insbesondere für die Behandlung von Frauen und Mädchen, die ohne weiteres vergewaltigt werden könnten. Im Rahmen dieser Befestigungsanlagen für die Verteidigung gab es auch eine Bunkeranlage. Die hat bei uns der erste Zug durchkämmt und hat einen Oberleutnant, einen russischen Oberleutnant, von dem wir dann erfuhren, dass er einer Eliteeinheit angehört, und zwar Rote Fahne, Stalinjünger Rote Fahne, so ungefähr hat es geheißen. Und den hat man, ich war bei der Vernehmung dabei, den hat man gefragt, was soll das? Er konnte ganz gut Deutsch. Was soll all das hier? Und er hat die lapidaren Worte gesagt, es ist Krieg. Aussagen, die auch von russischen Augenzeugen bestätigt werden. Am 1. Februar 1945 schreibt die Rotarmistin Nina Demidowa aus Ostpreußen nach Hause. Von den Deutschen sind nur noch Greise und Kinder da, junge Frauen wenig und auch die werden totgeschlagen. Überhaupt, was hier geschieht, das lässt sich weder sagen noch beschreiben. Der Brief ist eines der sowjetischen Zeugnisse, die Auskunft geben über den Umgang der Soldaten mit der feindlichen Zivilbevölkerung. Zu den neutralen Zeugen für das Auftreten der Roten Armee gehören alliierte Kriegsgefangene, die noch nicht aus Ostpreußen evakuiert waren, als die sowjetische Offensive begann. Diejenigen, die zurückgeblieben waren, berichten von massenhaften, üblich gewordenen Vergewaltigungen und Plünderungen. Das Ausmerzen der deutschen Bevölkerung wurde dabei so wahllos vorgenommen, dass die Kriegsgefangenen oft selbst zum Opfer wurden. Mehrere hundert französische und belgische Kriegsgefangene verloren auf diese Weise ihr Leben. Ich habe mal einmal gesehen in die Dörfer, dass die verstümmelte Leiche, und das hat mich natürlich furchtbar beeindruckt und furchtbar, wo man im Krieg sehr viel gesehen hat und erlebt hat, aber dann waren es meistens eben verwundete oder tote Soldaten, aber tote Zivilisten, das war doch ein furchtbarer Anblick, und vor allen Dingen Frauen und Kinder. Ehemalige britische Kriegsgefangene berichten nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat über das Verhalten der Roten Armee. Im Gebiet um unser Internierungslager vergewaltigten die roten Soldaten in den ersten Wochen nach der Eroberung jede Frau und jedes Mädchen zwischen 12 und 60 Jahren. Das klingt übertrieben, ist aber die Wahrheit. Im Siegestaumel durchsuchten die Roten jedes Haus nach Frauen, schüchterten sie mit Pistolen und Maschinenpistolen ein und zerrten sie in ihre Panzer und Wagen. Väter und Gatten, die versuchten, die Frauen zu schützen, wurden erschossen. Und Mädchen, die zu viel Widerstand leisteten, wurden ebenfalls ermordet. Als weitere ausländische Quelle der Ereignisse in Nemmersdorf kann ein Bericht eines Schweizer Sonderkorrespondenten an der Ostfront herangezogen werden, der seinen Augenzeugenbericht im Genfer Le Courrier veröffentlichte und über die Lage in Ostpreußen schrieb. Die Lage wird durch allzu bekannte Methoden der Kriegsführung gekennzeichnet. Verstümmelung und Hinrichtung von Gefangenen und die so gut wie vollständige Ausrottung der deutschen Landbevölkerung, die in dieser Region verblieben war, am Nachmittag des 20. Oktober. Die Zivilbevölkerung ist sozusagen aus dem umkämpften Gebiet verschwunden. Der größte Teil der Landbevölkerung ist mit ihren Familien geflohen. Mit Ausnahme einer jungen deutschen Frau und eines polnischen Arbeiters sind alle von der Roten Armee vernichtet worden. 30 Männer, 20 Frauen, 15 Kinder sind in Nemmersdorf in die Hände der Russen gefallen und getötet worden. In Brauersdorf habe ich selbst zwei Landarbeiter französischer Herkunft gesehen, befreite Kriegsgefangene, die, obwohl sie hätten identifiziert werden können, gleichfalls massakriert worden sind. Nicht weit von dort ist 30 deutschen Gefangenen dasselbe Schicksal widerfahren. Ich verschone sie mit den Verstümmelungen und dem schrecklichen Anblick der Leichen auf offenem Feld. Der italienische Publizist Chiodo berichtet über den Einmarsch der Roten Armee in Nemmersdorf. Sie zermalmten alles, was ihnen vor die Ketten kam, und schossen mitten in die Menschenmenge hinein.
Die Soldaten öffneten die Luken und sprangen hinaus. Sie plünderten so viel sie konnten, dann stürmten sie um sich schießend und johlend ins Dorf. Kyodo über das Bild, das sich ihm anschließend darbot. In der Ortschaft selbst fand sich kein einziger Überlebender. Frauen und Mädchen waren vergewaltigt, an Scheunentore und Leiterwagen genagelt. Kleinkinder mit zerschmetterten Köpfen lagen in den Straßengräben. Später wurde festgestellt, dass Mädchen und Frauen ab 8 Jahren vor und nach ihrem Tod vergewaltigt worden waren. Bei all diesen Berichten gibt es immer wieder komplett andere Erfahrungen. Es wäre völlig falsch, würde man die Ereignisse in Nemmersdorf der gesamten Roten Armee zuschreiben. Augenzeugen berichten immer wieder von Fällen, bei denen sich russische Offiziere schützend vor die deutsche Zivilbevölkerung gestellt haben und Übergriffe unterbanden oder gar nicht erst zuließen. Der renommierte russische Schriftsteller Lew Kopelew, damals Parteimitglied und Nachrichtenoffizier der Roten Armee, schildert in seinen Erinnerungen die grauenvollen Ereignisse und zugleich seinen persönlichen Einsatz für die deutsche Zivilbevölkerung. Gestern kamen wir nach Neidenburg. Brände erhellten die Stadt. In einer Seitenstraße lag an einer Zierhecke eines Hauses die Leiche einer alten Frau. Ihr Kleid war zerrissen. Zwischen ihren mageren Schenkeln stand ein Telefonapparat. Der Hörer war ihr, so gut es ging, in die Scheide gestoßen. Auf der Straße streunten Soldaten herum. Einer von ihnen erklärte redselig, die Deutsche da sei eine Spionin gewesen. Sie hatten sie beim Telefon erwischt. Da ließ man sie erst gar nicht lange kreischen. Ein weiterer prominenter russischer Augenzeuge der Gräueltaten ist der Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn. 22 Höringstraße. Noch kein Brand, doch wüst geplündert. Durch die Wand gedämpft ein Stöhnen, leben find ich noch die Mutter. Waren's viele auf der Matratze? Kompanie? Ein Zug? Was macht es? Tochter, Kind noch gleich getötet, alles schlicht nach der Parole, nichts vergessen, nichts verzeihen. Blut für Blut und Zahn für Zahn. Wer noch Jungfrau wird zum Weibe und die Weiber leichen bald. Schon vernebelt, augenblutig, bittet, töte mich, Soldat. Sieht nicht der getrübte Blick, ich gehöre doch auch zu jenen. Wegen seiner scharfen Kritik an diesen Ausschreitungen wurde Alexander Solschenizyn verhaftet und für 8 Jahre in den Archipel Gulag verbannt. Mangelnde Wachsamkeit und bürgerlich-humanitäre Einstellung in Form von Mitleid mit den Deutschen. Hieß es in der Urteilsbegründung, mit der Solschenizyn für viele Jahre seines Lebens ins sowjetische KZ geschickt wurde. Die deutsche Propaganda hat die Meldungen über die Gräuel der Roten Armee natürlich ausgenutzt, um die Russen als Barbaren darzustellen. Diese antirussischen Ausfälle, die sämtliche Soldaten der Roten Armee über einen Kamm scherend als Verbrecher verunglimpften, änderten aber nichts daran, dass die Meldungen über die Gräuel selbst stimmten, bezeugt durch zahlreiche Augenzeugen aus dem In- und Ausland. Bleibt die Frage nach dem Warum. Manche Ausschreitung von Angehörigen der Roten Armee war zweifellos ein Ausbruch der Rache für das in den vorangegangenen Kriegsjahren im eigenen Land erlittene Leid. Andererseits kann man die sowjetischen Kriegsverbrechen nicht nur als spontanen Ausbruch von Hass und Rache interpretieren. In einem Beitrag zum 50. Jahrestag der Gräuel von Nemmersdorf heißt es dazu in den Israel-Nachrichten aus Tel Aviv vom 16. September 1994. Als Rotarmisten die Ostgrenzen von Ostpreußen erreichten, zündeten sie die Dörfer an, machten Menschenjagd auf deutsche Mädchen und Frauen, plünderten, raubten, mordeten, quälten. Eine Kulturschande, unbeschreiblich. Eines der schwärzesten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Die russischen Soldaten wurden aufgeputscht. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg war der Wortführer. Ilja Ehrenburg, ein eingefleischter deutschen Hasser, dessen Artikel regelmäßig in der Pravda, der Izvestia und in der Frontzeitung Glasnaja Svesta, Roter Stern, erschienen. In einem Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte in München heißt es im Hinblick auf die Artikel Ehrenburgs und deren Wirkung auf die sowjetischen Soldaten sehr zurückhaltend,
Während des Zweiten Weltkriegs hat der sowjetische Schriftsteller und Journalist Ilja Ehrenburg zahlreiche propagandistische Aufrufe gegen den deutschen Gegner verfasst. In ihrer Sprache und in ihren Forderungen mussten diese Aufrufe bei den sowjetischen Soldaten den Eindruck erwecken, dass die Regeln des Kriegsvölkerrechts und der Genfer Konvention offenbar aufgehoben seien. In der Tat sprechen viele Beiträge Ilja Ehrenburgs eine deutliche Sprache. Am 23. November 1943 ließ die politische Hauptverwaltung der Roten Armee mit dem Vermerk laut vorlesen folgende Sätze aus der Feder Ehrenburgs verbreiten. Es genügt nicht, die Deutschen nach Westen zu treiben. Die Deutschen müssen ins Grab hineingejagt werden. Gewiss ist ein geschlagener Fritz besser als ein unverschämter. Von allen Fritzen aber sind die Toten die Besten. Ein Jahr später, als die Rote Armee an der Schwelle zum Reich stand, schrieb Ehrenburg in einer Frontzeitung der Roten Armee: Die Deutschen werden die Stunde verfluchen, da sie unseren Boden betraten. Die deutschen Frauen werden die Stunde verfluchen, in der sie ihre Söhne, Wüteriche, geboren haben. Wir werden nicht schänden, wir werden nicht verfluchen, wir werden nicht hören, wir werden totschlagen. Im zweiten Band seines 1943 erschienenen Buches »Der Krieg« schlug Ehrenburg schließlich vor, alle Deutschen als Untermenschen zu behandeln. Teile des Buches erschienen als Artikel in der Glasnaja Swesta, dem Roten Stern. Und Teile wurden, so berichten zumindest mehrere vom schon erwähnten amerikanischen Völkerrechtler befragte deutsche Offiziere, auch als Flugblatt an die Soldaten der Roten Armee verteilt. Auch wenn Ehrenburg später die Flugblatt-Variante bestritten hat, so ändert dies nichts an seiner Urheberschaft an den folgenden, in seinem eigenen Buch veröffentlichten Zeilen. Die Deutschen sind keine Menschen. Von jetzt ab ist das Wort Deutscher für uns der allerschlimmste Fluch. Von jetzt ab bringt das Wort Deutscher ein Gewehr zur Entladung. Wir werden nicht sprechen. Wir werden uns nicht aufregen. Wir werden töten. Wenn du nicht im Laufe eines Tages wenigstens einen Deutschen getötet hast, so ist es für dich ein verlorener Tag gewesen. Wenn du glaubst, dass statt deiner der Deutsche von deinem Nachbarn getötet wird, so hast du die Gefahr nicht erkannt. Wenn du den Deutschen nicht tötest, so tötet der Deutsche dich. Er wird die Deinigen festnehmen und sie in seinem verfluchten Deutschland foltern. Wenn du den Deutschen nicht mit einer Kugel töten kannst, so töte ihn mit dem Seitengewehr. Wenn in deinem Abschnitt Ruhe herrscht und kein Kampf stattfindet, so töte den Deutschen vor dem Kampf. Wenn du den Deutschen am Leben lässt, wird der Deutsche den russischen Mann aufhängen und die russische Frau schänden. Wenn du einen Deutschen getötet hast, so töte einen zweiten. Für uns gibt es nichts Lustigeres als deutsche Leichen. Zähle nicht die Tage, zähle nicht die Kilometer, zähle nur eines, die von dir getöteten Deutschen. Töte den Deutschen. Dies bittet dich deine greise Mutter. Töte den Deutschen. Dieses bitten dich deine Kinder. Töte den Deutschen. So ruft die Heimaterde. Versäume nichts. Versieh dich nicht. Töte. Ereignisse wie die Nemmersdorf prägten das Bild der gesamten Roten Armee. Für eine differenzierte Betrachtung blieb da kein Raum. Und so wurde das Verhältnis zwischen Deutschen und Russen auf Jahrzehnte getrübt. Die Berichte über die Gräueltaten der Roten Armee in Ostpreußen bestätigt auch der spätere PDS-Bundestagsabgeordnete Heinrich Graf Einsiedel. Der ehemalige Berufsoffizier der Wehrmacht und Mitbegründer des von Moskau gelenkten Nationalkomitee Freies Deutschland war gegen Kriegsende auf sowjetischer Seite beim Stab der belorussischen Front eingesetzt. In seinen im Jahre 1950 veröffentlichten Tagebüchern schreibt er: In den letzten Tagen, seitdem ich wieder beim Frontstab bin, sind nach und nach alle unsere Helfer bei den Divisionen in Ostpreußen eingetroffen. Sie haben den Untergang von Ostpreußen miterlebt, den Hunnensturm. Sie sahen die russische Soldateska Städte und Dörfer niederbrennen. Sie sahen sie Gefangene und Zivilisten erschießen, Frauen vergewaltigen und Lazarette mit dem Kolben in ein Totenhaus verwandeln. Sie sahen sie Spritballone und Parfümflaschen aussaufen, plündern, zerstören, sengen und brennen.
Sie haben eine Vernichtungsorgie erlebt, wie sie noch kein zivilisierter Landstrich über sich hat ergehen lassen müssen. Nur wenige können die Tränen zurückhalten, wenn sie hiervon erzählen. Der bekannte Publizist Ralph Giordano stellt in einem Nachwort zu einem Erlebnisbericht über Nemersdorf fest, Nemersdorf sei nur ein Synonym für unzählige Ereignisse beim Einmarsch der Roten Armee im Osten gewesen. Und dieser Einmarsch zähle zu den düstersten Kapiteln in der Kriegsgeschichte der Menschheit. Sein nachdenkliches Fazit: Die Verbrechen an Deutschen verdienen unter Berücksichtigung von Chronologie und Kausalität genauso viel Öffentlichkeit wie die von Deutschen.